Hey Leute, ich bin back in Modern Warfare und schlechter als jemals zuvor. Und Leute, ich bin am Arsch. Ich meine, es läuft zwar gerade alles super auf YouTube. Ihr bewertet die Videos weniger, ihr kommentiert die Videos weniger und ihr teilt die Videos weniger. Genauso wie ich mir das eigentlich vorstelle. Oh my gosh. You just got shit on, mate. Oh damn. Oh damn. Komm, geht's. Oh Mann. Aber in circa einem Monat schreibe ich meine ersten Abiturklausuren. Ja, ich, UX Charlie, der Call of Duty Videos im Jahr 2017 macht und dafür nicht mehr Geld bekommt, absolviert den höchsten schulischen Bildungsabschluss Deutschlands. Ich schaff das. Deutsch wird auf jeden Fall schon mal echt super, weil es könnte Gedichtsanalyse drankommen. Oh, ey, gesplittet, nein. Max, du Tier! Oh Mann. Und es werden in der Gedichtsanalyse nicht irgendwelche Rap-Texte oder sowas analysiert, sondern romantische Gedichte. Mein absolutes Lieblingsthema. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer nun von ihm träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Ich schaff das nicht. Ich meine, was ist das? Was ist das? Na Leute, war das ein Jambus oder eher ein Trocheus? Was meint ihr? Pass auf, und wir haben da auch noch reininterpretiert, dass die Seele unten anfängt. Ja, da unten in den Blüten, ne? Dann schwebt sie los praktisch, ne? Sie schwebt los, ja? Übers Feld rüber und dann halt über die Wälder und dann nachher nach Hause halt. Also, die Seele geht nach oben. So wollte Eichendorff das. So wollte Eichendorff das. So wollte er das. Die Seele hebt ab und fliegt nach Haus. Ich schaff das nicht. Englisch habe ich als Leistungskurs und das ist eigentlich auch das, was eigentlich am ehesten möglich ist, sag ich mal. Ich habe mich da von der 11. Klasse zur 13. Klasse von der 4 plus auf eine 2 plus verbessert. Ich verbessert. Im Leistungskurs. Ich verbessert. Also Englisch müsste eigentlich klappen, so. Please. Mathe wird dann eher sehr interessant. Im Vorabi hatte ich zwar 5 Punkte, also bestanden so gesehen. War damit sogar der Beste aus dem Grundkurs. Also wir sind nur 5 Leute im Grundkurs, die Mathe schreiben. Aber von denen bin ich der Beste gewesen. Mein Lehrer hat allerdings so ein bisschen angedeutet, dass ich das wahrscheinlich im Mathe-Abitur nicht schaffen werde, also zu bestehen. Egal wie viel ich lerne. Also er meinte so ein bisschen indirekt, egal wie viel ich lerne, das sind nicht mehr als 4 Punkte, weil da ist noch ein Ohini-Teil mit dabei. Danke! Jetzt bin ich als guter Mathe-Schüler ziemlich beruhigt. Nein, sowas motiviert mich natürlich voll. Nein, also wir 5 Mathe-Schwächlinge schaffen das schon irgendwie. Der Rest aus unserem Mathe-Grundkurs hat nämlich Physik als Prüfungsfach genommen, aber ich habe mir so gedacht, da ich noch weniger Ahnung habe von Lambda und Sinus, Alpha und Wellenlängen, Nanometern, versuche ich es denn doch eher mit Tangens, Ableitungen, Aufleitungen, Punktproben und... Wir haben jetzt so gerade Vektoren angefangen, das ist ja auch so Abi-Thema und ich meine, so ein Monat vor dem Abi ist das auch nicht schlecht. Besser ist das, sag ich mal. Ne? Ich meine, damit kann ich berechnen, wie sich eine Spinne durch den Raum bewegt und wie schnell sich die Spinne durch den Raum bewegt und ja, so im dreidimensionalen Raum und ja. Und natürlich schreibe ich dann noch mein Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik. Das Fach ist an sich halt relativ viel zu lernen und alles und auch relativ viel auswendig zu lernen und so eine Scheiße halt, aber es macht halt Bock, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, deswegen ist es halt extrem cool und unsere Lehrer sind auch extrem chillig, ja. Mein Gestaltungs- und Medientechniklehrer hat mich auf Snapchat geaddet. Z. Charlson. Es geht da allerdings auch so ein bisschen um Logo-Gestaltung und da müssen wir in der Klausur halt eben auch zeichnen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie gut ich zeichnen kann, aber ich füge euch einfach mal jetzt ein Bild ein aus der 10. Klasse von mir, aus der Realschule, aus dem Kunstunterricht. Wir sollten ein Tier zeichnen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, was das hier für ein Tier ist. Welches Tier ist das? Und als letztes Fach ist dann noch Gemeinschaftskunde und da bin ich eigentlich ganz okay. Also in Gemeinschaftskunde ist es bis jetzt immer so gewesen. Erste Klausur, ich lerne, ich schreibe in der Klausur alles hin, was ich gelernt habe und was ich weiß. Wir kriegen die Klausur zurück, 3 Punkte. Dann zweite Klausur, ich lerne, ich schreibe wie vorher genau alles hin, was ich weiß und was ich gelernt habe und alles. Wir kriegen die Klausur zurück, 13 Punkte. In der letzten Klausur war es so, ja, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich dieses letzte Schuljahr jetzt wirklich sehr viel mehr für die Schule machen möchte und einfach besser sein möchte als all die Jahre davor, sage ich mal. Ich war vorher ja nicht schlecht, aber ich möchte jetzt einfach wirklich das Beste rausholen, was ich so kann, ja. Und ich habe für die Gemeinschaftskundeklausur wirklich jeden Scheiß gelernt, wirklich absolut jeden Scheiß, ja. Und dementsprechend auch jeden Scheiß hingeschrieben, den wir gelernt haben. Dann, wir kriegen die Klausur zurück. Jo, Max, ich konnte die Schrift leider nicht lesen. Ne, 5. Jo, 2 Punkte. Bestes Schuljahr. Ja, Abitur. Ich schaffe das.
das nicht. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer nun von ihm träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Z. Charlesen.